Tag. Ich schaue an das weite blaue Meer und der Wind ist sehr angenehm. Nach den 3-4 Tagen von richtiger Windstille Hitze sozusagen. Und da höre ich einen MP3-Vortrag von dem Schweizer Forscher, Friedensforscher Ganzer. Und der spricht über die Corona und über sein neues Buch Amerika im Kommen oder was weiß ich. Ja. Und dann, das alles ist schon zigmal mir bekannt und gesagt und so. Und dann kommt ein Moment immer, wo was Neues kommt. Und das ist schon, wenn er spricht jetzt über die Achtsamkeit, richtig sagt er, wir sollen keine Entscheidungen über Maßnahmen und alles überstürzen und sollen einfach Spaziergang machen und dann mit Freunden reden und so weiter. Wenn wir unter Druck stehen, sollen wir keine Entscheidungen treffen. Und das ginge mit der Achtsamkeit. Das ist ein buddhistischer Termin aus dem Pali Satipatthana, okay, aus der Meditationsschulung oder eher gesagt aus der Konzentrationsschulung, weil Achtsamkeit ist etwas, was Ausdruck des Willens ist, dass sich konzentrisch quasi sammelt auf das, was irgendwie in uns läuft, was nicht strukturiert ist, was wie das Meer schwappt, und das sind Emotionen, das sind Erinnerungen, das sind Bilder und Gefühle und Gedankenfetzen und Traumfetzen und Tagestraumfetzen. Und das ist jetzt der Stoff, ne, der Stoff, der Geistesstoff, sagen wir, oder der Seelenstoff, je nachdem, wie man das interpretiert. Und oder die Ausdünstungen des Leibes, ja, die ich wie das Nietzsche sehen würde, ne? Das, was in der Seele läuft und was dann noch eine Stufe höher in geistigen, kognitiven, vernünftigen, begrifflichen Reflexionen über unsere Erlebnisse, über unsere quasi Wahrnehmungen und Stimmungen läuft. Ja. Die Stimmungen, Wahrnehmungen sind der Seele, Empfindungen sind im Leib und die kognitiven Operationen der Begriffe, ne, die sind dann die Gedanken. Ja. Für diese Differenzierung des Stromes des Erlebens sind wirklich das Studium des Buddhismus oder der buddhistischen Phänomenologie extra dann in der Abhidhamma, die eigentlich in der Beziehung angeblich heißt, die Phänomenologie des Geistes. Das ist gut, diese Kategorien zu kennen, diese Khandas, wie das im Pali-Kanon heißt, diese Aggregatzustände, aus welchen jeder Bewusstseinsaugenblick zusammengesetzt ist. Ne? Ich sage erstmal lieber das, was eigentlich meine Grundeinsicht war, damit ich mich nicht berausche an meine Erinnerung an die 80er Jahre in Konstanz, wo ich als frischer Jüngling, abenteuerlustig, aus dem Osten kam, über den Bodensee, aus dem Flüchtlingslager in Zerndorf, aus dem kurzen Aufenthalt in Aschaffenburg, und dann dort angefangen eine weitere Epoche meines Lebens. Die 80er Jahre in Konstanz hatten einen ganz besonderen Flair von Wissenserweiterung, Abenteuererweiterung, Liebe, Leidenschafterweiterung ohnegleichen, weil natürlich war ich ja auch in dem entsprechenden Alter. Ich kam ja mit 27, ne? Und bis 37, also volle Kanne, alles probiert, was da angeboten wurde, ne? Als Student, als Tennisspieler, als professionelle Fechter im Konstanzer Fechtclub, Uni-Fechtclub,
dann Skilehrer für die Uni, die ganzen Alpen durchgesaust, dann die Liebe mit meiner für die Region quasi passenden deutschen Frau, die auch noch Geld hatte, und mit der Uschi und unsere Abenteuerreisen und das Zuhause und das Bio und das Kochen und das dann langsam sich hinzubewegen auf das Aussteigen in die Alternative auf dem Bauernhof und etc. etc. Alles war da und die ungeheure Vielfalt des Studiums an der Konstanzer Uni, ne? Und die habe ich ja eben auch Buddhismus studiert. Darüber später, der Grundeinsicht war, da ich in den 80er Jahren die Achtsamkeit, der Achtsamkeitstraining durchgemacht hat, wie kam ein anderer, ja, ich habe das durchgerechnet, rückblickend habe ich von meinem Leben reine Zeit, 4 Jahre in eben diese Konzentrations- und Meditationszuständen verbracht. Schlicht einfach, weil ich das in der exzessiven Phase 3 bis 4 Stunden täglich gemacht habe, wozu nicht nur das Sitzen, sondern das Gehen in der Meditation, diese Walking Meditation und das Bewegen in der Meditation, was ich später zu meinem Qigong entwickelte und so weiter. Also zusammen 4 Jahre. Und ist die philosophische Reflexion darauf sagt, schlicht die Aussage, die Steigerung der bewussten Beobachtungskraft, die die Wogen der Empfindung und der seelischen, emotionalen Bilder und Qualitäten einfach beobachtet, sie sortiert und sie benennt mit Begriffen und dadurch sich von ihnen befreit, ist lebensfeindlich. Im Sinne von Nietzsche, im Sinne von Ludwig Klages, die beide gleichlautende Kapitel haben in ihrem Werk Bewusstsein als Lebensstörung. Passen Sie mal auf. Ne? Das unter der Voraussetzung des Empfindung des Leibes und emotionale Korrelate dieser Empfindung im gesunden Organismus, in leidenschaftlichen leidenschaftlich erlebendem Organismus, das heißt in einem Organismus, der vollkommen dabei ist, was passiert, ja, um ihn herum in der elementaren Welt, ja, wie ich dieses auf dieses Meer schaue und auf diesen Wind, das die Kronen der Bäume sanft bewegt und die farbigen Büsche hier unter dem Balkon und das gelbliche Gras und die Schafe und die Möwen und das Rauschen und die lichte Ströme aus dem Himmel, ja. Und dann diese Tomaten hier, die ich gerade hatte und die guten Sachen, ja. Ich kann mich nicht satt davon sehen, spüren, riechen, fühlen und berühren. Und das alles gibt mir Lust am Leben, Lust am Erleben, ja, und dann Lust an der Erde, die um mich so schön ist. Ne? Und wenn ich das jetzt beobachte, analytisch das alles kategorisiere, das ist nur ein Geruch, das ist nur eine Erinnerung, das ist nur ein Gefühl, das ist nur eine Emotion, eine Erinnerung, da befreie ich mich davon, was in Anführungszeichen zu setzen ist, da beraube ich mich davon eigentlich, da verliere ich das, was wirklich Leben ist. Nun, wenn wir das jetzt in einer anderen Lage tun, in der wir eigentlich leiden, in Anführungszeichen, das heißt, wir sind unter einem emotionalen Stress,
wir sind in der Stadt oder am Telefon oder irgendwo in einem Verhandlungsraum und jetzt will man von uns schnell eine Entscheidung und wir fühlen, das sind die Reste unseres Leibes und unserer Seele, unsere Intuition fühlt, das stimmt irgendwie nicht, das schmeckt nicht. Es klingt zwar alles vernünftig, ja, und ich bin vielleicht sogar in einem institutionellen Rahmen, wo ich dem, der Aufforderung folgen soll, dass ich handeln, dass ich entscheiden, dass ich Stellung nehmen soll und so weiter, sofort. Trotzdem schmeckt es uns nicht. Ne? Das ist die Botschaft des Leibes und die Seele, die sich bedroht fühlen, weil eine kognitive Entscheidung, die plötzlich ist, ja, immer außerhalb des Lebensstromes ist. In einem Lebensstrom der Natur, das heißt auch in unserem Leib, in allen den Stoffwechselprozessen unseres Leibes und sie begleitenden seelischen Stimmungen und Gefühlen gibt es nie eine plötzliche Entscheidung in gewissem Sinne, die wie ein Blitz aus einem außerraumzeitlichen Bereich da reinfahren würde und einfach eine scharfe Kante von nun ist es so, von nun ist das Verdauen nicht mehr das Verdauen, sondern jetzt die Energie ist zur Verfügung und wir rennen. Ja? Jetzt ist die Energie verbraucht. Von diesem Bruchteil der Sekunde gehen wir in ein anderes Regime der Ruhe. Der Läufer muss dann sofort aufhören zu laufen und fangen an, seine Energie wieder erstmal zu erzeugen. Ja. Und so mit emotionalen Zuständen. Ich bin verliebt. Jetzt, von diesem Moment an, bis jetzt war ich nicht. Und jetzt dieser eine Blick in die Augen der Frau, dann endet die Qualität. Absolut, und von diesem Moment bin ich verliebt. Oder umgekehrt, von diesem Moment, wo sie eben diesen Vokal am Ende des Satzes so komisch gezogen hat, habe ich sie durchschaut. Sie ist primitiv. Ich kann sie nicht mehr lieben. So. Solche Prozesse gibt es nicht. Ja. Solche bruchartige Verwandlungen der Prozesse in der elementaren Welt der Natur unseres Leibes und unserer Seele gibt es nicht. So, deswegen sage ich, die Beobachtung der Achtsamkeit, ja, muss man differenziert beurteilen. Ja. Das nehme ich ja von Nietzsche, dass wir immer über den Wert von verschiedenen, sagen wir, Vorgängen nachdenken sollen, die entweder geschehen, ja, passiv in unserem Leib, in unserer Seele und in der Natur, oder über den Wert von kognitiven, moralischen Entscheidungen, die wir also über diese Vorgänge herüberstülpen und sagen, so, das ist jetzt so gut, hier auf dem Balkon zu sitzen, Beine hoch, zum Meer schauen und philosophieren, das ist gut, das ist, ich das richtig habe. Ja, diese Idee ist mir jetzt gekommen nach der Mission, sag mal, wie lange? Viertelstunde schon philosophiere, das war nicht eine Entscheidung, die ich genommen habe aus einem Repertoire von möglichen sagen wir, Beschäftigungen, dass ich hier ein Buch hätte. Jetzt werde ich da blättern in einem Moment des Dazwischenstehens. Was könnte ich noch machen? Ha, hier steht auf Seite 30, Philosophien auf dem Balkon, Beine hoch, ist gut. Und jetzt mache ich das. Da wäre das flach gefallen. Ne? Sondern es ist gewachsen. Ja. Es ist gewachsen. Also, wie ich wiederhole den Satz, Empfindsamkeit oder ja, wie heißt das? Achtsamkeit. Achtsamkeit als Methode angewandt an die
Beobachtung der emotionalen Ströme und möglicherweise der leiblichen Empfindungsströme kann ein Ausdruck der Dekadenz sein, also des Verlustes an Lebenskraft, ne? Oder wie das eben nach Nietzsche, ich seit langem froh bin, dass ich diese seine Methodik verstehe, dass es eben keine zwei metaphysischen Quellen gibt für das, was wir tun, dass aus der einen Quelle würde das Positive, das Lebensbejahende strömen, aus der anderen Quelle, metaphysisch getrennt, aus der würde das Feindliche, das Lebenszerstörende oder das Böse strömen. Ja? Und wir würden die Wahl haben, eine moralische Wahl, dass wir uns entscheiden für das Gute oder für das Böse, für das Gute oder das Rechte, für das Lebensbejahende oder das Lebensverneinende, dieses Jenseits von diesen zwei metaphysisch oppositionellen Quellen hat Nietzsche also gestrichen, ontologisch. Ja? Also das gibt es nicht, diese zwei Quellen. Was es durchaus gibt, sind die Wandlungen unserer Wertung. Also einmal ist so eine Methodik lebensbejahend, einmal lebensfeindlich. Und das einmal bedeutet, einmal im Leben eines Individuums hat eine Epoche, wo das lebensbejahend ist, ein anderes Mal ist es lebensfeindlich. Und sowieso für ganze Kulturen sind solche Epochen. Ja. Was bedeutet das? Aus eigener Erfahrung, und jetzt komme ich zurück zu der wunderbaren Zeit in Konstanz, 1980er Jahre, an der Universität Konstanz, Professor Kantowski, Mirko Frieber, 81 bis 82, Seminar Buddhistische Erkenntnistheorie und Persönlichkeitstheorie. Einmaliges Seminar vom Uni-Charakter und trotzdem ganz außergewöhnlich, die 80er Jahre waren wirklich eine Top-Epoche an der deutschen Uni, besonders also die einzige, die ich kannte, Uni Konstanz, denn da ist es ähnlich wie hier. Ich sitze hier auf dem Balkon über dem libyschen Meere, auf der Küste von Südkreta und schaue auf den See, auf das Meer, jetzt habe ich gesagt auf den See, warum? Weil das genauso ist, wenn man von dem Rektoratsdach oder von der Cafeteria an Uni Konstanz auf dem Giesberg auf den Bodensee schauen würde. Total ähnlich, ja, weil es, der Horizont ist hier auch, geht bis nach Afrika, also unsichtbar. Und Bodensee geht es bis nach Bregenz, also unsichtbar. Ja. Also wir sind am Meer wieder. Und dort sind wir auf dem Rektorat gegangen mit den Mönchen aus Sri Lanka, welche die zwei Männer, die Professor Kantowski, Soziologe, und Mirko Frieber, der Psychiater, organisiert hatten, damit sie uns diese Achtsamkeit, Satipatthana, unterrichten. Ja? Wir haben das praktisch gemacht. Ja? Und wer wollte, konnte noch auch die akademische, harte Theorie studieren aus den sogenannten Abhidhamma-Büchern. Das heißt, das sind die, sagen wir, die Hochschul- oder Uni- oder Top-Level-Abt eines Klosters. Irgendwann soll diese Bücher gelesen haben. Das ist der Hintergrund, der phänomenologische Hintergrund und der ontologische Hintergrund dieser buddhistischen Methodiken wie eben Achtsamkeit und Meditation, weil wir unterscheiden sehr deutlich, und das vergessen Leute, zwischen Satipatthana, Vipassana, Achtsamkeit und Klarblicksmeditation wird das übersetzt, Vipassana.
Weil Achtsamkeit ist Bewusstseinsschärfe. Und Meditation oder Vipassana oder Klarblick ist das Entschärfen gerade des analytischen Strahls der Achtsamkeit und das Strömen lassen von allem, was sozusagen unser Organismus in Verschmelzung mit der Biosphäre des Planeten Erde sozusagen bietet, ja, diese eine Passiermethode. Und sie ist im, völlig im Einklang mit meinem Modell, der von Ludwig Klages kommt, der menschlichen Innenwelt, ne, dass nämlich die Seele ein morphogenetisches Feld ist. Das ist also jetzt Sheldrake auch kommt noch dazu. Morphogenetisches Feld ist, welches auf bis jetzt unerklärbare Weise erleben kann in allen Lokalitäten seine Erstreckung. Also wenn ich in diesem passiven Erlebnismodus der Seele bin, dann kann ich sämtliche Ecken und Winkeln und Tiefen meines Leibes gleichzeitig erleben. Ja. Ich liege hier, Beine hoch, auf der Stange im Balkon, okay, Überkreuz, lehne mich im Stuhl, ein Arm hält das Mikrofon, also die MP3-Aufnahmegerät, und die andere Hand gestikuliert hin zu den Wellen des Meeres, ja, und etc., etc. Und wenn ich passiv jetzt das Betracht ziehe, wie ich mich fühle, dann kenne ich sämtliche Winkel, Fersen, Fußsohlen, Knie, Hüften, Schulter, etc. Gleichzeitig empfinden in etwas diffuse Form. Es ist nicht, dass ich analytisch, sobald ich analytisch beobachte, wie wahrscheinlich meine Ferse als Kalkaneus aussieht und wie ist die Verbindung zum Talus, also zum Fersenknochen und den anderen Fußgelenkknochen ist, ja, dann springt dieses deutlich und der Rest verliert sich. Ja. So, und die Meditation, der Klarblick, ja, ist nur möglich, wenn ich das gut verstehe, wenn dieser Zustand erreicht wird, der Zustand der passiven Offenheit der Seele in einem, sagen wir, harmonisch positionierten Leib, oder besser gesagt, da Seele und Leib sind zwei Seiten der gleichen Münze, es sind zwei Korrelate, es sind zwei Pole des einen Lebens, des einen Organismus. Ne? Manchmal überwiegt die Seele in emotional heftigeren Zuständen und das hat Einfluss auf den Leib. Einmal überwiegt der Leib in körperlich anspruchsvollen Zuständen, das hat seinen Einfluss auf die Seele. Ganz eindeutig fühlen wir uns anders hier, wenn ich auf dem Balkon liege und diskutiere, als wenn ich unten im Meer schwimme, ne? Okay, und so weiter. Das ist Psychosomatik, das überrascht niemanden, ja, okay. Aber um in der Meditation dieses passives Öffnen für die Botschaften aus der Biosphäre oder aus der tieferen Schichten unserer Seele, aus der sogenannten unbewussten Schichten unserer Seele zu empfangen, müssen wir uns befreien von dem analytischen Strahl des Ego, der Begriffe, der Grammatik und Syntax und der Erinnerung, was alles eigentlich schon
gewisse Grenzen setzende Gewohnheiten sind, die wir entweder selber aufgebaut hatten oder die wir übernommen hatten von dem Superego, sagen wir das so, ne? Von den Institutionen, in die wir geboren sind. Struktur der Muttersprache, Struktur des Schulwesens, Struktur der Familie und so weiter und der Werte in unserer Ausbildung. Ja. Das alles ist eine Schranke, falls wir die Meditation ernsthaft zur Öffnung, wie man früher sagte, des Bewusstseins in den 70er und 80er, sehr viel im Munde, Erweiterung des Bewusstseins. Ne? Ich habe da meine Skepsis immer schon damals geäußert und habe gemeint, das ist die Erweiterung oder Lockerung der Seele, des seelischen Feldes dazu, damit es verschmelzen kann mit dem Felde der Natur, die ja auch eine Seele hat. Ja? Darüber kann man mal diskutieren, welche ontologische Form sie hat. Okay, aber wir können sagen, Informationsfeld der Natur. Okay. So, und das geht nur, wenn auch der Leib gleichzeitig in so einem, sagen wir, passiven Empfängniszustand ruht vielleicht. Ja? Und deswegen muss er ja gesund sein, deswegen muss er ja harmonisch sein und nicht leiden, ja. Und dann ist diese Öffnung möglich, ja. Das bringt mir auf meinen Bogen zurück zu dem ersten Gedanken, wo ich sagte, die Achtsamkeit, die praktiziert wird in einer Stresssituation, ist eine andere, hat eine andere, sagen wir, Qualität oder für Philosophen gesagt, eine andere Ontologie und Phänomenologie als die Achtsamkeit, die in einer harmonischen, sagen wir, gesunden, optimalen Qualität des Organismus betrieben wird, ne? Gesucht wird. Und ich muss sagen, eben dadurch, dass ich in der Zeit der 80er Jahre in einem Optimum lebte, gesundheitlich und persönlich und kulturell und war alles top, ne? Sportlich und wir hatten mit meiner Freundin damals einen Hund und sind in die Berge gefahren. Ich habe alle die Komponenten meines Lebens voll ausleben können und dazu habe ich eben diese sehr interessanten Männer erlebt an der Uni Konstanz, wie Professor Wolfgang Isa, der Literaturtheoretiker, Begründer der Rezeptionsästhetik, ungeheuer interessante Vorträge, Professor Planck, ne, Sprachwissenschaftler in der alten Tradition der deutschen Sprachwissenschaft, ne, okay, Sprachphilosophie eigentlich, Herr Wienold, ein sehr seltsamer Linguist auch, der mir also manchmal wie ein Philosoph und Zen-Meister vorkam. Und dann eben der Herr Kantowski, der tiefe Erfahrungen gesammelt hat in Indien, ja, als Soziologe, die ganze Dörfer da entworfen und studiert. Und Mirko Frieber, ein Psychiater aus Bern, der sich mit ausgeflippten Psychiatern, also beziehungsweise nicht ausgeflippten, sondern der die Supervision für Psychiater gemacht hat. Der Psychiater müssen auch immer Psychoanalyse durchmachen, damit sie nicht ihre Macke verbreiten, einfach unkontrolliert. Ne? Und so, viele andere noch. Und so habe ich eben diese Meditation und Konzentration am Ufer vom Bodensee, am Sonnenaufgang, die schönste Stelle in Süddeutschland für mich ist eben der Ostufer vom Freibad Horn, mein magischer Horn, wo ich Jahrzehnte gesessen habe, einfach in tiefer Versenkung. Ja. Aber was? Vorher bin ich gelaufen,
geschwommen, weil ich Sportler war. Und ein Tag ohne Sport ist für mich kein Tag, oder Anfang ohne Sport gibt keinen guten Tag. Also bin ich erst mal laufen gegangen und dann schwimmen gegangen. Und dann habe ich die mit ein bisschen Gymnastik, und aus dieser Gymnastik und später aus dem Qigong ist die Meditation gewachsen. Und da ich jetzt mal die dicken Abhidhamma Bücher hatte und auch die guten Lehrer, ja, bin dann noch persönlicher Freund von Mirko Friba geworden, jetzt ist neulich ist er gestorben, 2014 glaube ich, guter Mann, bin in Bern besucht und so weiter, den habe ich eben erlebt, dass die Konzentration die erste Stufe ist, analytischer Strahl, der aus dem gesunden Leib und aus dem energetisch, sagen, erregten Leib, die sich mit Wasser, Wind und Sonne, Bewegung, also optimiert, ne, dann kommt die, sagen wir, Ende dieser sportlichen Phase. Meistens hat sie einen deutlichen Endpunkt bei dem Springen in den See, ja, und Schwimmen, weil da sozusagen abkühlende Tendenz und die ganzen Werte beruhigen sich dabei. Und dann übergeht man zu der langsamen Bewegung, und den aus der langsamen Bewegung, die schon eine Art Konzentration ist, da kann man nicht leugnen, das Qigong ist eine konzentrative Bewegungsgrund, die sich auf die Innen, also Interoperzeption des Leibes sammelt, ja, und ist analytisch, aber kann in bestimmten Fällen auch die Qualität wechseln, dann nämlich, wenn die Übungen schon so in sagen wir, verinnerlicht sind, die sie nicht mehr von zentralen Kortex, von dem Lobus präzentralis geleitet werden, wo die Willensimpulse für die Bewegung herkommen. Das kennen Sie ja alle, wenn Sie, es gibt zwei Bewegungszentren oder drei Bewegungszentren oder Gebiete in unserem Nervensystem, eben diese oben sitzende, nahe an Ego gekoppelte Lobus präzentralis Ära, das ist oben der Lappen über der Nase, über den Augen, der wollen Sie etwas ganz Präzises und Feines machen, ja. Typisches Beispiel, Sie reden mit jemandem und ziehen sich dabei an. Und jetzt reden Sie und reden über das und jenes. Und jetzt merken Sie nach, sagen wir, 30 Sekunden, dass Sie schon zum siebten Mal versuchen, die Jacke, den Reißverschluss nach oben zu ziehen. Und es ist bis jetzt nicht gelungen, obwohl Ihre Hände schon fleißig 30 Sekunden diese Bewegungen machen, ja. Also diese Bewegungen, die Ihre Hände machen, die gingen dann aus dem, sagen wir, Kleinhirn, wo diese automatisierten Prozesse alle gesteuert werden, oder bei jemandem, der etwas, das ist das zweite Zentrum, und bei jemandem, der extrem irgendeine Tätigkeit ausübt, ja, professionell, bestimmte Sportart oder so, das kann auch aus dem Rückenmark als Reflex dann gehen. Ja. Das sind also Rückenmark, Reflexe, Kleinhirn, unbewusste Steuerung und Lobus präzentralis, bewusste Steuerung der Bewegung. Sie müssen dann sich zusammenreißen und das Lobus, den Lobus präzentralis reservieren für eine kurze Weile nur für diese Bewegungssteuerung, damit Sie die Jacke endlich wirklich zu machen, ja, müssen möglicherweise aufhören zu reden. Und ja, okay, Moment mal, mach die Jacke zu und was, jetzt geht's weiter, ja, weil es war mir kalt. Ne? Dies ist in der Geschichte sogar dokumentiert bei Sokrates, der einer der ersten Menschen war, der diese Fähigkeit des abstrakten Denkens entdeckt hatte. Da ging das Prozess umgekehrt. Ja.
der musste er wiederum den Lobus präzentralis für eine Weile völlig für das Denken in Begriffen reservieren und musste aufgeben seine Nutzung für die Bewegung. Also er musste sich schlicht hinlegen, wenn er denken wollte, weil gehen und denken war nicht möglich am Anfang, als die Menschheit die neue Qualität gelernt hat, dass man denken kann, unabhängig von dem, was man herum erlebt, sieht, spürt und hört und so weiter, riecht. Ne? Okay, das sind so für mich so Zupfen in die Mandala meiner Erkenntnis-Story, weil es mich freut, dies ist einfach stimmig ist, ja, dass ich in allen möglichen Erinnerungen und Beispielen die Gültigkeit meiner Modelle der Innerlichkeit des Menschen, deine Phänomenologie und möglicherweise Erklärung, wie das ontologisch ist, dass ich das alles finde. Okay. Also zurück, die Meditation, die dann folgte, aus einer, sagen, lebensbejahenden Konzentration, weil es sind immer zwei Stufen, die eine andere Qualität haben, die andere Ontologie haben und die andere Funktionen der menschlichen Innerlichkeit gebrauchen. Die Konzentration ist das analytische Bewusstsein, dasselbe, was denkt, dasselbe Bewusstsein, was auch Selbstbewusstsein hat. Das Selbstbewusstsein ist eigentlich nur das Hinlenken des Bewusstseins an sich selbst. Ne? Bewusstsein in der deutschen Sprache, laut Klage sehr schön formuliert, ist ein passives Partizip von dem Verb, sich einer Sache bewusst sein. Okay? Und dieses Bewusstsein einer Sache sich, ne, wird dann zusammengezogen ins Bewusstsein. Okay? Man will das substantivisch gebraucht, aber in jedem Substantiv ist zu entdecken die Tätigkeit, die seine Geburtsstelle ist. Ne? Also wenn der Mensch eine Sache bewusst war, immer, die außerhalb ihm war, ich mich mehr diesen Wellen da bewusst, die haben ganz schöne weiße Mützen, wie sie so schön rennen, das ist ein unheimlich schöner Blick, endloses Meer und immer wieder quasi diese weißen Mützen, ja. Und wenn ich die Augen defokussiere und in den seelischen Erlebnismodus übergehe, dann sehe ich das als eine Einheit, das endlose blaue Meer und hunderte von diesen Wellen, Mützen, weiße Flecks tauchen auf und verschwinden simultan. Simultan, weil wir wissen, also gleichzeitig, das seelische Feld, das morphogenetische Feld der Seele, ist nicht konzentriert irgendwo im Raum, sondern es ist ein Feldphänomen, das sich beliebig weit ausbreiten kann. Ich kann ja, wie ich sagte vorher, meinen ganzen Leib von innen erleben, diese sogenannte Interperzeption. Ne? Knie, Fuß, Druck am Gesäß, Druck in der linken Schulterblatt, wie ich da so sitze und so weiter. Das lernt man alles auch in der Achtsamkeitsschulung, die Teile des Körpers so analytisch zu beobachten. Ja. Aber wenn ich das defokussiere, den Blick und das Erleben, dann erweitert sich das seelische Feld. Das seelische Feld ist befreit von der Konstriktion, von der Verengung, von dem Tunneleffekt eines analytischen Strahls,
des Bewusstseins, ne? Weil das Bewusstsein kann sich nur immer einer Sache bewusst sein. Eben, wenn ich mich konzentriere auf das eine, auf die eine weiße Mütze, die da gerade jetzt überfällt, dann verschwinden die alle anderen in den Hintergrund. Ja? Und ich habe durchaus ein anderes Gefühl, als wenn ich sie in einem entspannten, poetischen, träumerischen Gesamtblick an mir vorbeiziehen lasse. Und da sind wir auch bei dem Unterschied zwischen Konzentration und Meditation, also im buddhistischen Satipatthana, Achtsamkeit, und Vipassana, Klarblicksmeditation, das ist jetzt formuliert in der Theravada-Terminologie, also das kleine Fahrzeug, das bedeutet, es ist eine Schulung, Theravada-Schulung ist für, sagen wir, Einzelgänger, na, für die Heroen des, des Lebens oder der Konzentration, Meditation, die sagen, okay, ich, und ich hatte das über Jahre empfunden, dieses stolze Gefühl eines Theravada-Mönchs, wo sein Ego sagt, jetzt verstehe ich die Prinzipien, habe ich die dicken Bücher gelesen, bin schon ziemlich weit gekommen, ich stehe hier nicht auf, bevor ich, in Anführungszeichen, erleuchtet bin. Das habe ich mir jahrelang gesagt, in Start erstmal, dann weiter am Ufer, Richtung Hornspitze, an vielen Orten, dann an der Hornspitze. Und da gingen die Jahrzehnte vorbei und ich saß da und habe gesagt, heute stehe ich nicht auf, erst erleuchtet. Nach einigen Stunden musste ich doch zurückgehen. Und ich hatte aber den Vorteil, dass meine schöne Freundin in der Schweiz am Computer saß und die Frankli brachte, und auch noch Schokolade aus der Schweiz. Und ich schaffte das noch bis 17 Uhr, wo sie kam, aufzuräumen und zu kochen und mit dem Hund spazieren zu gehen. So war ich ein Bhikkhu der Luxusklasse, meine Damen und Herren. Und noch schaffte ich auch hin und wieder an die Uni zu gehen und interessante Vorträge bei ISE zu hören, ja, zu hören im Seminar am H306, ja, weiß ganz genau alles noch. Ne? Und Herr Professor Ise war schon ein, der wusste Bescheid über meine Experimente mit der Meditation und Konzentration, weil seine Forschung in der literarischen Theorie ging ja hinaus auf diese große Frage, was ist die Subjektivität des Subjekts? Was ist der Zustand, in dem wir uns befreien von der Subjektivität des Subjekts? Wie ist die Form des Erlebens dann möglich? Siehe seine Interesse für Samuel Beckett und so weiter. Und ich habe eben diese Arbeit über Samuel Beckett bei ihm geschrieben als Magisterarbeit und bin gelobt worden auf eine andere Art von Isa, weil es hat mich tatsächlich alles ein bisschen überfordert, dieser Sprung aus einem Prager Abenteuer-Asyl, wo ich Leistungssportler war und Skilehrer und lebte zwar auch mit einer anderen schönen Frau, die arbeitete, aber an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität in Prag, aber da habe ich mit Kurt Vonnegut beschäftigt und mit Skifahren und mit Fechten und mit dem Geheimdienst, vor dem ich flüchten musste. Und jetzt plötzlich diese konstante Änderung und der See, ja, so schön wie hat in Prag keinen See. Also war ich absolut überfordert mit der Schönheit und mit dem Reichtum des Erlebens, so dass das Lesen von Samuel Beckett war ziemlich gewagt. Ne? Ich habe das 2 Jahre gemacht und habe mir das alles notiert und habe dort Ähnlichkeiten gefunden zwischen einer Struktur, weil Ise war auch Strukturalist, ja, deswegen hat er mich auch genommen, beziehungsweise die,
die linguistische Fakultät und die literaturwissenschaftliche Fakultät von der Uni hat es gerne gesehen, dass eine kommt aus der Wiege des Prager Strukturalismus, weil ich saß tatsächlich in der Jakobsons Labor, da, meine Damen und Herren, in Prag, im Keller der Philosophischen Fakultät, ist ein phonologisches Labor noch von Roman Jakobson. Und wir wissen, dass der Strukturalismus dort seinen Ursprung nahm in der phonologischen Analyse der Laute der menschlichen Sprache, wo die Struktur entdeckt wurde, dass bedeutungstragende Phoneme durchaus eine Art strukturelles Gitter zeigen, so ähnlich wie die Elementartafeln von Mendeleev, ja, dass man einfach aus allen möglichen Lauten, die der menschliche Mund und Kehlkopf und Nase und Zunge produzieren könnte, nur bestimmte Menge in einer Sprache aktualisiert werden und diese vernetzt sind mit so einem Netzwerk, welche Entstehung von Bedeutung ermöglicht. Ja? So, okay. Das ist Strukturalismus, der sich dann ausgebreitet hatte in alle Gebiete der Geisteswissenschaften. Ja. In den Naturwissenschaften war er ja schon sicher. Ja. Okay. Und ich habe dann also bei Ise gelernt, es gibt im Werke, literarischen Werke, gibt es auch Strukturen, ne, die man also objektiv entdecken kann. Das ist Aufbau der Kapitel, das ist Aufbau des Satzes, das ist Auswahl der Worte und das ist Verschränkung der Perspektiven, der Handlungsperspektiven, der Personenperspektiven. Das ist die Auswahl der Bezugsrealitäten, in ein literarisches Werk eingehen. Das ist die Art, wie sie kombiniert werden und so weiter. Das könnte man so das Skelett des Werkes nennen, den man untersuchen kann als Literaturwissenschaftler, ja, wenn man also wirklich die 20 Jahre vorher hätte in einer guten Familie in Deutschland der 60er und der 70er alles Wichtige gelesen zu haben. Ise hat uns immer fertig gemacht, damit, dass er sagt, also, ich meine, wir sind hier nicht deswegen, dass wir die Literatur lesen, wir machen Literaturtheorie, also die Weltliteratur wird vorausgesetzt. Also, ja, okay. Und dann, wir gebrauchen bestimmte Optik, ne, auf diese Weltliteratur, ob es jetzt Strukturalismus ist oder Anthropologie oder Psychoanalyse und so. Das wird ja in gewissem Sinne, diese Optiken werden auch vorausgesetzt, weil wenn wir darüber theoretisieren wollen, was es macht, wenn wir also Shakespeares Dramen psychoanalytisch deuten, dann sind zwei Sachen sind vorausgesetzt. Also Kenntnis der shakespearischen Dramen plus die Kenntnis der Psychoanalyse. Also bitteschön, wer sich da überfordert fühlt, hat er so nett gesagt, sollte ja gar nicht anfangen. Ja. Ich studierte sowieso anders als die Deutschen. Ich habe nie erwartet, dass ich vom Studium irgendwie einen Job erwarten kann. Sowieso die ganze, meine verlängerte Pubertät, die ja bis 50 gedauert hat, ungefähr, war für mich die Zeit des Entdeckens, des Staunens, des Genießens, des Reisens, des sich Stürzen in bestimmte Projekte, ob es jetzt Universitäten, Sportclubs oder Bauernhöfe oder Sekten oder ja, also Liebschaften und Meditationstechniken und etc. Waren einfach immer Hunger nach Erleben und dieser Hunger war das
die Sättigung dieses Hungers war das Wesentliche. Dem wurde alles geopfert. Und ich war durchaus aber trainiert und bereit, die Konsequenzen zu zahlen, dass es oft kracht. Da ist ein Crash. Und da ist nichts da, was zu sagen, zu essen, zu trinken und wer zu wohnen. Also dann ging es einfach an die Baustelle und dann ging es an den Bauernhof, nur für Essen und Wohnen. Oder da ging es in die Fabrik und einfach stupide Arbeit. Oder dann später habe ich Fotos verkauft auf der Straße und meine Gedichte. Oder eben nicht mich abgeneigt gezeigt, wenn ich Bekanntschaften gemacht hatte mit schönen Frauen, die meine Art schätzten, weil ich für sie Trainer und Künstler und Abenteuer war und das alles ihnen auch erschlossen habe. Also vergiss das. Der isische, die Rezeptionsästhetik, also hat mir gezeigt, dass es Struktur gibt in dem künstlerischen Werk. Und das, was Ise wirklich fasziniert hatte, und deswegen spreche ich davon, ich war vor allem an Menschen interessiert, ja, die für mich verkörpert hatten, irgendwie ein Persönlichkeitstyp, ein Archetyp, ja, eines Weisen oder eines Kämpfers, eines Krieges, eines Heiligen oder sowas. Also ich möchte da einfach gesagt, okay, zeig, was du ausstrahlst, nachdem du dein ganzes Leben diesen Weg geflissentlich nachgegangen warst, dann bist du jetzt die für mich die Essenz davon. Und wozu soll ich das nochmal nachgehen? Ja, das wäre also Verlust der Evolution. Ich werde das aufnehmen von dir. Ich werde es aufsaugen und spüren dabei, ob es für mich ein gangbarer Weg ist. Ne? Also saß ich immer in der ersten Reihe beim ISA und bei allen Professoren. Das hatte ich schon am Gymnasium. Damals habe ich es noch nicht verstanden. Ich saß immer vorne, weil ich kam immer zur Schule zu lernen, ja, weil ich hatte ja Leistungssport, ich war jeden Tag im Leistungssportzentrum fechten, zu Hause habe ich nie gelernt, ja, ob ich eigentlich nie Zeit habe, ja, müde vom Sport und am Wochenende war Wettkampf oder Skifahren oder Abenteuer, also ich habe nie gelernt, so systematisch, nur in der Schule, da habe ich gesagt, die Zeit ist dafür da, oder, okay, dann habe ich mich immer geärgert, wenn die Kommilitonen auf dem Gymnasium Krach gemacht haben. Ich habe mich immer umgedreht von der ersten Reihe und sagte, Leute, also ich will was hören hier. Ich will hier was lernen. Oh, wie mich die Lehre lobte, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber ich hatte auch immer von der achten Klasse angefangen. Das heißt, bei uns war das anders strukturiert, das Gymnasium. Also ab dem, sagen wir, 13. Lebensjahr bis zum AB, bis zu dem 19. saß ich immer mit der, wir saßen immer zu zweit, ne, nicht wahr? Mädels und Jungs in einer Klasse gemischt. Ich saß immer mit der schönsten Frau neben mir war die. Jede Klasse, das habe ich schon bemerkt, irgendwie. Ich weiß nicht, was heute ist, aber damals war die Menschheit nicht verwirrt, was Gender angeht. Und es waren einfach Männer, es gab Männer und es gab Frauen, auch unter den Heranwachsenden schon. Ja? Und nicht dadurch, dass ich seit dem 10. Lebensjahr Krieger war, also ein Lehrling in einem besten Fechtclub und Leistungssportzentrum, und so, hatte ich so etwas anderes ausgestrahlt als der gewöhnliche Junge. Und in jeder Klasse gab es ja auch ein früh entwickeltes Mädchen, das in gutem Sinne verstand, ihre weiblichen Qualitäten einzusetzen, um durch die Prüfungen und schriftliche Arbeiten und so zu gehen. Und die, ich weiß nicht, wie ich da zusammenkam, aber diese Mädels haben sich immer mich ausgesucht als Partner oder Kollege zum Sitzen, weil sie von mir abgeschrieben haben, ja, weil sie von mir abgeschrieben haben. Und ich habe ihnen dann das gesagt, was die Sache ist, wenn sie was nicht verstanden haben. Und das haben sie geschätzt. Ne? Und das haben in gewissem Sinne auch respektieren müssen alle die Mucker und Störer von den hinteren Reihen. Ja?
weil ich war und die Elite, ja, okay. So, und die Lehrer haben das einfach schon auch willkommen geheißen, dass ich da eine gewisse Art Sprecherrolle übernehme und will wegen dem Lernen, ja. Weil in der Tat, alle die anderen Interessen, die sonst noch da möglich wären, was mache ich nachmittags, was mache ich abends, wo finde ich eine Freundin und so weiter, das war alles schon vorstrukturiert in meinem Leben durch den Leistungssport und durch diese schöne Frau, die mit mir saß, ja, und durch das, dass ich zu Hause kaum Begegnungen hatte mit der Problematik der Eltern, dafür gab es keine Zeit, ja. Also das Lernen war für mich, das war der Tempel, da war ich gerne, ja. Okay, also bei ISO dasselbe. Diesmal hatte ich die schöne Freundin nicht mit mir, weil es war schon da an der Uni, ne? Die hatte ich ja in der Schweiz. Die war in der Arbeit, ne? Am Computer und hat Kohle gemacht. Aber sie war dann auch in der Villa oben unter der Jugendherberge, wohnten wir sehr schön mit Blick auf die Mainau und mit Blick auf die Uni. Und Hausbesitzer war nicht da, also wir hatten die ganze Villa für uns. Und deswegen hatte ich wirklich ein schönes Leben gehabt. Und noch haben wir das dann verfeinert, dass wir vor dem Frühstück immer in den Postsportverein gegangen waren, unter dem Jugendherberger Turm, wo jetzt mal Vermeldeamt ist. Da war früher ein Tennisclub vom Postsportverein und da haben wir immer Tennis gespielt. Super, ne, vor dem Frühstück und war einer der schönsten Plätze in Konstanz. Ja. Okay, vergiss es. Dann ging ich zum ISA, saß in der ersten Reihe und habe wirklich zugehört. Und dann habe ich bemerkt, dass diese Frage der Subjektivität des Subjekts und der sogenannten Erfahrung der Assubjektivität und des Erlebnisses der Assubjektivität, wie es auch Heidegger formuliert in diesen seltsamen Zustand der Öffnung des Horizontes, der Lichtung, des passiven Gemachtwerdens, des zum Ereigniswerden des Geschehens, ja, wo sich das Sein nicht mehr entzieht, sondern zuwendet, wie auch immer Heidegger mit seiner ungeheuren Sprachkraft das verwirrt, beschrieben und näher gebracht hat seinen Adepten in Sein und Zeit. Das hat Ise auch fasziniert. Ja. Und er hat das praktisch die Subjektivität des Subjekts und die Assubjektivität. Und ich habe meine Arbeit, hieß die Erfahrung der Nicht-Identität in der Rezeption der postmodernen Texte und in der Zen-Meditation. Meine Damen und Herren, ich brauchte tatsächlich noch, wann war das, weil ich das aufgegeben habe? 88 habe ich es aufgegeben, weil ich noch nicht reif war für die tiefen Implikationen, die solche Arbeit mit sich brachte. Ich habe tatsächlich in der Romantrilogie von Samuel Beckett, Molloy Dies, ne, ist einer von diesen Teilen, Molloy Dies, The Unnameable, das Unnennbare, was eindeutig darauf hinweist, dass es sich um das nicht begriffliche Erleben handelt, wenn das eben unnennbar, unnameable ist, dann ist es nicht begrifflich, ne? Nicht sprachlich, sondern es ist ein Strom der Erlebnisqualitäten, auf die nicht reflektiert wird mit dem analytischen Strahl des Bewusstseins. Es wird nicht benannt. Es ist das Verweilen in dem morphogenetischen Feld der Seele, das sich geöffnet hat und man strömt sich aus und wird gelebt durch das, was ihn durchgeht, ja, was durch ihn durchgeht. Und das erleben Sportler, wenn sie im Rausch sind, ne, wenn sie schwimmen, rennen, kämpfen. Das erleben Künstler, das beschreibt Nietzsche sehr gut, in dem ekstatischen Moment der wahren Schöpfung, wo sie spüren,
die sie zwar auf der einen Seite höchst willentlich was tun, das gerade, was sie wollen, aber gleichzeitig, als ob das durch sie gemacht wird von einer höheren Macht. Ja. Oh, wie viele Künstler sich danach sehnen. Der T.S. Eliot selber hat in seiner Autobiografie zugegeben, dass er zwei solche Momente in seiner Jugend erlebt hat und sie keine ganze Schöpfung. Danach ist eine Fußnote dazu, ja, also das Suchen danach. Ja. Das erleben dann auch Mystiker, wenn sie sich entpersönlichen. Ja. Ise sagte Entselbsten. Ja, das ist ein interessanter Hinweis darauf, dass er das Selbst als quasi das Zentrum der Persönlichkeit sah, das, welches immer noch analytisch war, immer noch bewusst, ne, das Selbst. Ne? Okay. Okay, und dieses ist mir dann später klar geworden, erst mit der Lektüre von Ludwig Klages. Hinweis auf den Ludwig Klages verdanke ich dem Professor Gerhard Baude, bei dem ich auch studiert habe, wo mir klar wurde, mit Nietzsche gesprochen, dass die Philosophie und die Sprachwissenschaft und Geisteswissenschaften allgemein, Psychologie, nicht nur synchron gemacht werden sollen, die Beschreibung des Jetzt-Zustandes, wie das ist, sondern dass wir das diachron machen müssen, wie Nietzsche auch fordert. Also wir müssen das Geschichtsverständnis haben dafür, wie sich diese, unsere Qualitäten, unsere Erlebnisarten, unsere verschiedenen Kompetenzen, leibliche, seelische und kognitive, entwickelt haben in der Geschichte, unserer Geschichte, Geschichte unserer Kultur und unserer Nation und der Geschichte der ganzen Gattung, ja, Mensch, damit wir endlich verstehen, wie Nietzsche meint, dass es nicht eine Opposition von Quellen gibt, dass einige Menschen aus der guten Quelle trinken, andere Menschen aus der bösen Quelle oder aus der schlechten Quelle trinken, ja, sondern dass es um nur eine Quelle des Lebens handelt, das sich aber wandelt in der Qualität. Ja. Manchmal ist es wild wuchernd, ja, in der Jugendphase der Kultur und der Menschheit, und treibt auch besondere schillernde Blüten. Manchmal ist es versiegend und alles wird grau und eintönig. Ja. Und wir machen, und das wechselt in seinem Rhythmus, ne, solange die Lebenskraft der Gattung noch sich erneuern kann, ja, dann kommt nach jeder Dekadenzphase ein das kennen Sie jeder für sich selbst, ne, Ontologie kopiert, also Ontogenese kopiert Phylogenese, ja. Die Geschichte eines Einzelorganismus wiederholt die Geschichte der ganzen Gattung. Ne? Also wir kennen das in unserer persönlichen Geschichte, dass nach solchen großen Dekadenzphasen, ja, wo wir beinahe kaputtgegangen waren und zerstört, entweder durch unsere eigene Dummheit oder durch böse Absicht oder der anderen oder durch Schicht unerklärbar zusammenwürfen von Ereignissen, die uns einfach flachgelegt hatten. Okay, wir stehen dann wieder auf. Wir haben wieder Lust zum Leben und schmeißen das Ganze weg, was war. Okay? Also wir geben dem, was war, eine andere Wertung. Während wir da waren, war das für uns das Wichtigste, das Gute, das Hohe, das Erhabene. Wenn wir am Ende feststellen, dass uns das beinahe getötet hat, ja? Wie bei mir oft. Verschiedenen. Dazu muss man einfach reich sein an Irrtümern. Ja? Man muss in einer Sekte gewesen sein, man muss in der Klapse gewesen sein, man muss im Knast gewesen sein, verliebt, Höhepunkt des Rausches, in den Bergen, im Wettkampf, im Leistungssport,
Man müsste Atlantis entdecken und andere Universen. Man müsste mit den Außerirdischen in Kontakt sein, im Zentrum der Galaxis. Und man müsste Gedichte geschrieben haben und schöne Frauen gekannt haben, die ihn zu dem bewegen, dass er monatelang Gedichte schreibt, bevor man wagt, sie an der Schulter zu berühren, meine Damen und Herren. Während sie dann mit einem Cabrio vorfahren oder sowas. Ja. Also meine Damen und Herren, die Zeit der 60er und 70er Jahre ist unwiederholbar. Meine Hoffnung ist, dass, wenn es Außerirdische gibt, ich publiziere ja diese Vorträge und diese meine Videos und so, nach dem Modell des Filmes Contact, ja, müssen die Außerirdischen, egal wo, das empfangen. Ja. Wenn die das empfangen haben, dann müssen sie sofort hier, na sofort geht das nicht, die haben ihre Probleme mit der Entfernung und so, Lichtgeschwindigkeit, Hyperdrive und so, aber die müssten schon, wenn jemals die Außerirdischen hier landen, dann, weil ich diese Epoche ihnen so schmackhaft mache, dass sie das einfach nachahmen wollen, dass sie noch einen letzten Hauch davon hier spüren wollen, deswegen kommen die ja. Das ist ja ganz hundertprozentig sicher. Also, was wollte ich damit andeuten? Machen wir eine Pause.